So, und damit herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video aus dem Lotus Simulator. Und wir möchten mal wieder ein paar Neuerungen zeigen. Sowohl am Fahrzeug auch als an der Map. Hier ist immer noch Tatrahausen. Und da sind wir heute mal nicht im Betriebshof beim Start, sondern auf Strecke. Wir befinden uns hier an der, ja, zweiten wichtigen Endstelle neben dem Rebenweg, dem katholischen Friedhof. Das ist ja die zweite Endstelle der Linie 3. Das letzte Mal sind wir nur auf dem Teilstück gefahren vom Rebenweg bis zur Uni, weil danach gab es noch nichts zu sehen. Jetzt gibt es schon eine Menge zu sehen, auch wenn es, wie geradeaus zu sehen, noch manchmal etwas kahl ist, aber es gibt hier schon sehr viel zu sehen, was sich so getan hat an der Map. Ja, deswegen fahre ich heute ein kleines Stück. Es wird ein kürzeres Video zwischen dem katholischen Friedhof und der Uni, also quasi diesmal von der anderen Seite bis zur Uni. Und ja, werde auch noch die Features des KTs zeigen. Heute sind wir mal unterwegs mit einem ganz interessanten Gespann. Haha. Einem Arbeitstriebwagen der TVG. Mit der Wagennummer 751. Ja, das ist natürlich nur ein Repaint im Moment. Darunter versteckt sich halt immer noch der, ja, normale KT4 DTM. Aber auch da werden wir sicherlich irgendwann mal was Rechtes liefern, dass es auch ein richtiger Arbeitstriebwagen ist. Ja, hinten dran habe ich noch einen zweiten Triebwagen hängen und der ist, ja, das finde ich immer ganz klasse. Der ist ganz schön fertig mit der Welt. Also der hat dringend mal eine HU nötig und ganz wichtig, eine Wäsche. Ja, das ist ein Repaint, das uns der Kartoffelphantom ja, zur Verfügung gestellt hat, gemacht hat. Das Arbeitstriebwagen-Repaint ist von mir, den 1267, ja, den bringe ich jetzt quasi mal weg, der hat einen Defekt. Aber das ist nur rein uninteressant. Ja, ansonsten, wie immer, mit unserem Linienbuch, Kursnummer, die ist auch fest bei dem Wagen. Also, hier auf der Map für uns fest vergeben. Jetzt habe ich natürlich gerade keine schöne Sonne, denn wir haben schon das erste neue Feature, das ich zeigen kann, das Rollo. Es funktioniert. Man kann das bis nach ganz unten ziehen, dann sieht man quasi nichts mehr. Das ist jetzt aber das Kursbuch im Weg im Übrigen. Aber das ist ja nicht so schlimm, das gehört ja nicht dazu. So. Und hier ist die Kordel, mit der man das wieder zurück resetten kann. Das Rollo, die befindet sich hier oben. So, dann würde ich doch sagen, fahren wir einfach mal los und man achtet nur so ein bisschen auf die Kordel. Ah, schon geil. Achso. Ja, ATW, ne? Da ist immer die Türsperre ausgenommen. Und dann drehen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen. Also mittlerweile fixe ich mich da so richtig rein, was die Ampel angeht. Warum das manchmal trotzdem nicht funktioniert mit der Anforderung? Und er das dann das A zwar anzeigt, aber es passiert einfach nichts. Das entzieht sich noch so ein bisschen meiner. Aber dann muss ich sie mir halt manuell holen. Im Großen und Ganzen funktionieren meine Signale aber eigentlich. Mittlerweile auch richtig komplex mit Halteschaltung. Das ist wie jetzt fahrtfrei unter Beachtung der Vorfahrtsregelung. Das gilt hier nur für die beiden Straßenbahnen, weil beide Gleise zusammen fahrtfrei haben. Ja, das Signal quasi auf grün geschaltet bleibt, bis die Straßenbahn hier drüben einen anderen Punkt passiert hat. Ja, das eine neue Feature ist halt das Rollo, das jetzt vorhanden ist und die, ja, ich sag mal, dass die Kordel, die sich so wunderschön bewegt. Und mal hoffen, dass wir jetzt hier. Ah, nee. Also heute läuft es hier nicht.
Aber ich muss auch sagen, mir ist aufgefallen, seit dem Patch auf, also der jetzt vor ein paar Tagen war, auf die neueste Variante, ist es leider so, dass vieles nicht mehr so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Das betrifft vor allem unseren Gleisbesetztmelder da hinten. Der zeigt nichts mehr an und die Weichenstraßen. Sie werden nicht mehr ausgeschaltet, wenn das Fahrzeug die Weichenstraße verlässt. Und damit würde der nachfolgende Spieler quasi, ja, keine neuen Weichenstellungen anfordern können. Er müsste dann erst über Taste G die Weiche manuell überschreiben und dann funktioniert es wieder. Ja, aber wir bleiben weiter mit dem Augenmerk hier oben auf die, ja, ich sag mal, Kordel zum Zurückstellen der Sonnenblende und wie schön die sich doch beim Beschleunigen und Bremsen mitbewegt. Ja, hier, das ist hier so der Bereich, wo sich in letzter Zeit jetzt eine Menge getan hat. Ja, der eine oder andere kleine Fehler ist noch da, das überblicken wir jetzt einfach mal. Bin mal spannend, was jetzt hier geklappt hat. Ja, hier hat sich jetzt in letzter Zeit wirklich viel getan. Die Strecke ist komplett entstanden, bebaut zum Teil noch ziemlich kahl, wie man sieht. Oder hier die Mauer, die muss weg, die ist, die Textur, die dafür verwendet wurde, die ist, naja, nicht die schönste. Man kann ja quasi jeden Quader einzeln zählen hier. Ja, auf jeden Fall hat die Anforderung funktioniert, das ist schon mal gut. Ja, das. Da ist auch schon eine neue Mauer in Arbeit. Beim Kartoffelphantom. Also wir gehen jetzt mal momentan davon aus, dass wir auf der Linie 3 hier eine Fahrzeit von, naja, um und bei so zwischen 15 und 20 Minuten haben werden. Wenn denn alle Ampeln fertig sind, wird dann nochmal eine Messfahrt gemacht der Zeit, ob das soweit auch hinkommt. Ja, und dann denke ich mal, wir so ein bisschen weitermachen mit der Gestaltung, dass es noch ein bisschen ansehnlicher wird, das Ganze, dann wird es nicht mehr lange dauern und dann wird eine Art Beta-Version der Map mit der Linie 3 verfügbar sein. Hier waren übrigens 30. Dann geht es eh gleich bergab. Ja. Ach ja, die Fahrertür, die ist jetzt auch verändert. Die bleibt jetzt quasi an der Position stehen. Und wenn ich jetzt bremse, Bautz, fällt sie zu. Also wenn ich jetzt beschleunige. Das hat er auch noch umgesetzt, das war vorher auch nicht so. Also die hat man vorher aufgemacht, dann ist die immer in die Endlage geschwungen. Jetzt bewegt sie sich auch frei mit, wie man hier sieht. Das ist ja eigentlich auch das, was real ist, was man möchte, dass die Tür sich so original wie möglich verhält. Ich sag ja, hier läuft es mit den Anforderungen. Ja, ganz aktuell heute, also bis eben gerade, bis ich jetzt hier diese neue Version des KTs von Kartoffelphantom für das Video zur Verfügung gestellt bekommen habe, war ich wieder im Editor unterwegs. Da ist jetzt immer so eine leere Ecke. Ich war längst an einer ganz anderen Ecke. Ich bin aktuell heute wieder im Streckenbau aktiv. Ich taste mich jetzt langsam an die Linie 1 ran. So nebenbei, weil man nämlich immer nur gestalten kann. Man muss auch mal was anderes machen. Sonst wird das langweilig. So, und dann sind wir auch schon fast an der Universität. Und da gibt es dann jetzt gleich nochmal ein letztes Feature, was für mich persönlich ein echtes Highlight ist. Und also wenn
ich sag mal, sich das mit Lotus weiter so positiv entwickelt und das alles noch ein bisschen mehr wird und auch der Gesamtcontent mal ein bisschen mehr wird. Das mit dem Map-Gestalten ist momentan etwas schwierig, weil gefühlt habe ich jetzt schon auch schon das jedes Haus 250 Mal verbaut, aber irgendwann hat man halt eben durch die momentan noch sehr geringe Auswahl einfach keine Möglichkeiten. Und hier fehlt... Ah, alles klar. Eine Mauer. Ja, jetzt sind wir wieder an der Universität. Wir könnten mal bremsen, damit wir auch stehen bleiben. Und jetzt fahren wir gleich in die Schleife rein. Hier wird zum letzten Video auch ein bisschen was getan. Gut, hier in der Ecke waren wir noch gar nicht, aber hier die Gestaltung, die ist jetzt in den letzten Tagen passiert. Das hier links, der Spielplatz, das ist passiert. Ist noch nicht ganz final das Ganze, aber zumindest schon mal sieht es so erstmal schon mal besser aus als vorher mit dieser kahlen Wiese. So. Ja, auch Richtung Bus wird sich dann in den nächsten Tagen was tun, wenn ich wieder ein bisschen im Streckbau unterwegs bin. Weil der fährt ja nicht stumpf immer mit der Straßenbahn zusammen, sondern es wird halt auch Ecken geben, wo er abseits der Straßenbahn fährt und da ja, wird sich dann auch was tun, dass wir vielleicht in naher Zukunft dann auch die erste Buslinie mal abfahren könnten. Aber das ist noch weit, weit entfernt. So, an der Universität angekommen. Habe ich ja versprochen, gibt es noch ein letztes neues Feature. Das war jetzt eigentlich zu weit. Ja, nö, wir machen das anders. Wir gehen erstmal raus aus der Sicht. Und ja, das neue Feature, um das es geht, ist der Fahrersitz. Moment, Fahrersitz. Den hat er doch schon immer gehabt. Ja, das ist korrekt. Den Fahrersitz hat er schon immer gehabt. Aber dieser Fahrersitz lässt sich verstellen. Hier sind zwei solche schönen Knöpfe. Und wenn ich die drücke, dann kann ich jetzt hoch und runter machen. Ich gehe jetzt mal ganz runter in die unterste Position. Und jetzt sehen wir, man sieht auf einmal deutlich mehr von dem Ganzen, inklusive den Sollwertgeber. Und das wäre jetzt die unterste Position und die Kamera geht tatsächlich mit. Also man kann jetzt auch nach hinten switchen von der Sicht und sie bleibt immer auf dieser Höhe. Das ist jetzt nicht so, dass die, wenn ich jetzt die Sicht ändere, dass dann die Kamera hoch switcht. Zum Beispiel, ne? Also sie bleibt da, wo ich sie eingestellt habe. Und wenn wir jetzt das Ganze mal in die andere Richtung machen, dann dauert das einen kleinen Moment. Aber dann ist der Sitz ganz oben. Wir sehen, wie die Kamera ist wieder mitgegangen. Sie bleibt auch in der Sicht und wir sehen vom Cockpit deutlich weniger als vorher. Jetzt sagte ich aber zwei. Ja, der andere kann auch noch was. Und zwar kann er den Sitz neigen. Wenn ich ihn jetzt noch ein bisschen neige, dann sehen wir jetzt noch weniger vom Cockpit. Klar, wir kippen ja gerade nach hinten. Ja, und auch hier die Sicht, ihr seht, es ist jetzt schräg, geht mit dem Sitz mit. Sie bleibt so, wie der Sitz ist. Und das geht natürlich auch noch in die andere Richtung. Wir können natürlich das Ganze auch noch übertreiben in die Richtung. Und dann sehen wir schon, jetzt kippen wir in die Richtung ab. Jetzt sehen wir wieder mehr von unserem Cockpit. Und wenn man dann davon irgendwann mal die Fresse dick hatte, dann kann man mit einem Klick auf den Faltenbalk den Sitz wieder in die Standardposition zurückfahren. Ich persönlich wäre ja so ein ich sitze ja nicht so gern hoch, ich bin ja eher so ein Tiefsitzer. Deswegen, ich denke mal, ah, das wäre so meins. Spiegel habe ich mir ja auch schon eingestellt. Ja, das erstmal dazu. Das waren so die neuen Features, die wir hier heute zeigen können. Mal einen kleinen Blick schmeißen. Oh, unter die Karte, ja genau, so sieht es unter der Karte aus. Da könnte man staubsaugen. Ja, der Spielplatz noch nicht ganz final. Auch hier die ganze Ausschmückung noch nicht ganz final. Das kommt jetzt aber noch die Tage. Irgendwie geht es ja immer weiter. Also Fahrzeug und Map sind auf gutem Weg. Und ich denke, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen.
sehen und zu hören. Und dann bis zum nächsten Mal. Adios.